Hallo Freunde, wieder mal ein neues Video. Ich bin wieder im Garten dran und jetzt habe ich mir überlegt, wie ich Regenwasser sammeln kann. Und da hatte ich die Idee, zuerst mal eine Art PVC-Rohr zu nehmen und es in der Hälfte zu halbieren und dann so eine Leitung zu simulieren oder also eine Leitung zu bauen, dass ich dann an mein Tomatenhäuschen, also an dieses Dach, Schrägdach, hinten dran hängen kann. Und da habe ich mir ein Fass gekauft, da kann es dann reinregnen. Denn Regenwasser ist das beste Wasser für die Pflanzen. Ja, und jetzt habe ich auf einmal so die PET-Flaschen angeschaut und dachte, hey, die könnte ich auch so zerschneiden. Zum Beispiel so. Also, ich habe diese PET-Flaschen genommen, Volk Orangina, das müsst ihr jetzt nicht beachten, ich bekomme kein Geld, und habe sie einfach aufgeschnitten, also hier und hier, und dann habe ich sie so und auf der anderen Seite so, und dann habe ich zwei Hälften, so, die so aussehen. So. Und damit kann ich jetzt vielleicht eine Leitung improvisieren. Mal schauen. Bis auf Weiteres. Vielleicht kann ich euch. Also ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Flaschen und mal schauen, wie weit ich damit komme. Bis dann.